Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Typewriter. Eigentlich sollte die letzte ja schon die letzte sein, aber ich habe dann noch dieses Bonus-Level hier entdeckt und yay! Comic! Let's go! Comic Sans MS. Level beenden. Ah ja, jetzt bin ich gespannt. Mit so einem blöden Smiley kann es ja was werden. LOL. Riesenmützi! Riesenmützi! Oh. Oh. What? Ach, verdammt. Aus dem Run muss ich wohl in einem Ding schaffen. Na dann. Yay! Yeah. Oh, lauf! Nein! Nein! Boah, ich muss jetzt von Anfang an anfangen. Okay, ich gehe jetzt nicht auf Buchstaben. Auf Buchstabenjagd, ich will einfach nur das Level beenden. Riesenmäßig hört mich an. Schneller! Oh nein! Wow! Wow! Fuck! What the fuck? Ja, for real. Okay, nochmal! Ach Mann! Katze! Oh mein Gott! Nein! Wie bin ich denn da so durchgekommen die ganze Zeit? Para alle andere. Nein. Ah, oh, come on. Fuck off. Los geht's, las amigas. Nein! Fuck off! Leck mir doch die Geschwister ein.
Mann! Los geht's! Arrivandale! Nein! Vorbei! Das ist auf jeden Fall der beste Teil von Schule, muss ich sagen. Das beste Level. Oh Mann, ich glaube, das wird nichts. Bewegt euch! Ach nö. Komm schon, wir sind schaffen. Komm schon, und jetzt diese Mist-Jump hier. Ja, wow, habt ihr das gesehen, wie geil? Los geht's! Aufs Ende. Komm schon. Nein, Mama. Geht nicht. Meine Fresse. Komm her, du fette Kugel. Ich dachte, ich könnte über die Katze drüber springen, solange sie mich nicht berührt, ist egal. Boah. Das ist ein langes Level. Ja, alle ab. Durch. Ja. Komm, Mama, sie.
Here we go again. Mann. Komm schon, komm schon. Und los geht's. Ab durch die Post. Komm! Hey, wenn ich da gefangen bin, dann ist es vorbei. Und tschüss. Oh, das war perfekt durch die Mitte. Nein. Schnell, dreh dich. Nein. Ja, Mann. Nein. Fick dich, warum spring ich nicht auf die Brille? Komm schon. Das wird mein Run, ich sag's euch. Ab in die Brille. Und dann hüpfen wir weiter. So. Oh. Komm schon. Oh, scheiß drauf. Nicht lesen. Ja, Mann. Doch lesen. Mal gucken, ob es klappt. Nein! Wieso wollte ich lesen? Wieso? Wieso wollte ich lesen? Wieso? Bin doch hier nicht. Bayerische Rundfunkmittel in Bildungsauftrag oder sowas. Mann! Lesen ist gut. Ja, ich merk's. Lesen, mein Arsch. Boah! Go. Ganz ruhig, relaxed hier. Nein. Ja. Ja. Oh. Nein!
Freut euch! Mann! Richtig. Ja. Boah, schön. Boah, Timing. Rein. Und nein! Bring mich! Bring mich nicht! Schön. Okay. Jetzt aufs S drauf. Und aufs T. Und zack ins U. Und zack auf die Brille. Und ganz am Ende abspringen. What the fuck? Nein! Okay, Konzentration. Es geht noch. Konzentration. Hüpf auf das scheiß Haar. Los. Nein. Behindertste Spiel ever. Mann. Mann, wieder. Dieser Run. Scheiß Level schaffen noch. Wenn es jetzt Play 10.000 Folgen lang wird. Wunderschön. Weiter so. Und wunderbar. Schnell. Schnell, dreh dich. What the fuck? Komm schon. Ja, Mann. Nein! Ich hab X gedrückt. Mann. Fickt euch, Herr Benner. Andele. Machen wir hier. Yeah.
dazu. Wieso? Fahrt, bewegt euch doch, ihr fetten Boppel. Oh, leck mich am Arsch. Wieso? Wieso wollte ich vorhin nochmal lesen? Ich hätte das Spiel doch auch selber spielen, wenn ich es mal lesen will. Mann! Die Schrift für alle. Boah. Cats and Comic Sans Mrs. R. Friends. Bei Dynama 2013. Die Schrift für alle. Als das Zeitalter der Vektorfonts anbrach und Microsoft und Apple sogar eine Lizenz für die Verwendung ihrer TrueType-Schriften auf Windows-Computern erstand, waren die 90er das Jahrzehnt der Selfmade-Schriften. Immer mehr Haushalte waren mit eigenen PCs ausgestattet und die neuen Nutzer konnten sich die Schriftarten ihre Texte selbst aussuchen. Doch so ein Textverarbeitungsprogramm wollte erst einmal beherrscht werden. Um den Anwendern den Umgang mit ihrem Betriebssystem spielerisch beizubringen, entwickelte Melinda Gates, die junge Gattin des berühmten Bill, ab 1994 das Programm Microsoft Bob. Dafür bat sie unter anderem den Microsoft-Typografen Vincent Conner um Rat. Als dieser entdeckte, dass Rover, der kleine Hund, der stets einen hilfreichen Tipp parat hat, sich in Times New Roman an die Nutzer wandte, war er entsetzt. Eine solche Schriftart hatte in einer Sprechblase nichts zu suchen. Doch alle bereits existierenden Schriften erschienen ihm zu formell, um diese Funktion zu erfüllen. Lol. Kiku, Delfin, Strand und Palmen. Eine typografische Lücke. So entwarf Vincent Conner in nur 3 Tagen eine völlig neue Schriftart. Dafür ließ er sich von dem inspirieren, was in seinem Büro verfand. Comichefte ausgehend von den handgeschriebenen Lettern in Batman, die Rückkehr des Dunklen Ritters und Watchmen entwickelte er Comic Sans MS. Comic für Comic Sans für Sans Serif. Ohne Serifen und MS für Microsoft. Letztlich wurde Comic Sans MS nie für Microsoft Pop verwendet, dafür aber mit dem Plus-Paket zu Windows 95 ausgeliefert. Und bald war die neue Schriftart nicht nur in allen Microsoft-Produkten enthalten, sondern in manchen Textverarbeitungsprogrammen sogar als Standardschrift voreingestellt. Doch trotz ihrer Popularität ist Comic Sans MS längst nicht bei allen beliebt. Nutzer und Experten werfen Vincent Conner vor, eine plumpe, unausgewogene Schrift geschaffen zu haben, die weder über eine Kerning-Tabelle zur automatischen Ermittlung des Buchstabenstandards noch über Fett- und Kursiv-Versionen verfügt. Meistens kritisiert man Comic Sans MS jedoch für eben jene Popularität und dafür, dass sie heute immer und überall verwendet wird.
auf Grußkarten für bissige Kommentare an der Kühlschranktür und selbst im Sitzungsprotokoll. Comic Sans MS eroberte die 90er genauso schnell wie in Neonfarben. Unicorn Rocks. Hässlich, aber beliebt. Das Erfolgsgeheimnis von Comic Sans MS ist simpel. Vincent Cunara hat es geschafft, eine locker leichte Schrift zu kreieren, die sich seinerzeit von allen anderen weiter seriösen Schriftarten abhob. Einschüchternd wirkt Comic Sans MS höchstens durch ihren Namen. Andererseits führte die Ablehnung der Mainstream-Schrift ab dem Jahr 2000 zu geradezu absurden Protestbewegungen. Die Gruppe Ban Comic Sans MS, Verband Comic Sans MS und das Spiel Kill Comic Sans MS halten mit ihren Anliegen keineswegs hinterm Berg. Doch Comic Sans MS war stärker und wird nun sogar von der Wissenschaft rehabilitiert. So entdeckte der Forscher Connor Dimand-Jaumann von der Princeton-Universität vor kurzem, dass Informationen, die in komplexen und unregelmäßigen Schriftarten wie Comic Sans MS gelesen werden, besser im Gedächtnis haften bleiben. Auch haben Menschen, die unter Dyslexie leiden, beim Lesen eines in Comic Sans MS verfassten Textes offenbar weniger Probleme als bei Texten in Arial oder Times. Und 2012 gab das renommierte Kernforschungsinstitut CERN eine der größten Entdeckungen des 21. Jahrhunderts, das Higgs-Teilchen in einer in Comic Sans MS verfassten Mitteilung bekannt. Doch trotz dieser Lichtblicke bleibt es dabei. Comic Sans MS ist das erklärte Stiefkind der Typografiekunst und wird die Meinung wohl noch einige Zeit lang weiterspalten. Comic Sans MS. Jetzt mal gucken, da war glaube ich noch links auch noch irgendwie ein Weg. Ah, okay, wahrscheinlich doch nicht. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, dann würde ich sagen, ist offiziell dieses Let's Play hiermit beendet. Ich hoffe auf jeden Fall, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, teilt, liked und abonniert. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Und jetzt muss ich erstmal meine Zunge lockern. Fuck.